Schönen guten Abend zusammen. Ich bin Richard Farkas und heiße Sie willkommen zu Gamer Tonight. Heute begrüßen wir bei uns Arthur Paladin, ein World of Warcraft-Spieler. Hä? Zumindest glaube ich, dass er heute hier ist. Jetzt mal ernsthaft, wo bleibt der Vogel? Arthur, nehme ich an? Dies ist bloß der Name, mit dem mich einfache Sterbliche auf diesem Realm titulieren. Ihr aber vermögt es, mich als Arthur Stormrain zu bezeichnen. Mächtiger Frostmage, Held der Allianz, Erbringer der Gerechtigkeit! Rollenspielserver, stimmt's? Jo. Alles klar. Nun, was hat dich dazu gebracht, die Magierklasse zu spielen? Nun, zuerst einmal sind wir unglaublich starke Damage-Dealer. Nicht zu vergessen eure Fähigkeiten wie den Eisblock und das Blinzeln, um sich wie ein feiger Hund aus dem Kampf zu ziehen. Ha, als ob wir dies nötig hätten. Mit unseren Kräften haben wir gar keinen Grund, vor der Horde zu flüchten. Ja, sicher. Ich wette, die gesamte Horde erzittert vor eurer krassen Macht, ihren Durst zu stillen. Warum beliebt ihr es, mich zu verspotten? Weil mir mein Gefühl sagt, dass du gar nicht der mega mächtige Magier bist, für den du dich ausgibst. In Anbetracht der typischen MMO-Gamer-Klischees, bist du vermutlich nur ein übergewichtiger 14-jähriger Junge mit einer verpickelten Hackfresse, der sich sein Spieler-Abo dadurch finanziert, indem er dienstags nach der Schule den Rasen seiner Großmutter mäht. Das soziale Leben wird rein aus Internetbekanntschaften aufrechterhalten. Sie oder er bevorzugt die Gesellschaft von Gildenkameraden und oder anderer Mitspieler. Des Weiteren versteckst du dich in einer virtuellen Welt hinter einem mächtigen, übermächtigen Avatar, um deine Defizite im Genitalbereich auszugleichen. Scheibenkleister, du hast mich durchschaut. Verdammt, seist du Richard Farkas. Denn ich wäre damit durchgekommen, wenn ich mir nicht an deiner unstreitbaren, makellosen Fähigkeit der Persönlichkeitsanalyse die Zähne ausgebissen hätte. Meine Arbeit hier ist getan.